Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächstes spricht für die Fraktion der Freien Demokraten der Fraktionsvorsitzende Florian Rentsch. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu später Stunde mit sozusagen die wichtigste Debatte über die Frage Zukunft des Landes anhand des Haushaltes, des Königsrechts des Parlaments. Und, Herr Ministerpräsident, gestatten Sie mir, dass ich ein bisschen versuche aufzunehmen, was Sie in Ihrer ausführlichen Rede gesagt haben und uns mitgeteilt haben. Noch nie ging es Hessen so gut wie heute. Und ich glaube, dass, wenn wir über die Frage streiten, was ist heute, wir an vielen Stellen gar nicht zu einem Dissens kommen werden, sondern dass wir natürlich auch als Opposition erkennen, dass eine Regierung, die z.B. mit dem Flüchtlingsthema, Kollegen Grüttner, Kollegen Wintermeyer nennen, bei anderen Themen, bei der Frage Ihres Auftritts in New York und in Brüssel, wenn es darum geht, für den Finanzsatz zu werben, Sachen macht, die wir für richtig halten. Und das kann man auch an einem solchen Tag sagen. Da gibt es, müssen wir nicht streiten. Aber ich glaube, dass Sie zu kurz springen, wenn Sie Ihre Rede vom Vorjahr, noch nie ging es Hessen so gut wie heute, wiederholen, weil die Situation hat sich verändert. Und richtig ist, dass die Haushaltssituation für eine Regierung noch nie so gut war wie für die Regierung, die Sie sozusagen lenken und leiten, dass wir eine Struktur haben am Arbeitsmarkt, die hervorragend ist. Und dann können wir lange über die Frage diskutieren, waren Sie das, waren das Vorgänger, war das Mediagenda 2010, hat Roland Koch dort die Grundlagen gelegt, haben Sie das persönlich gemacht, mit uns, mit den Grünen, kann man lange darüber philosophieren. Ich hätte mir heute von Ihnen gewünscht, dass Sie uns mal sagen, mal neben der Frage, das, was Sie aktuell beschreiben, und wie gesagt, da gibt es an vielen Stellen möglicherweise sogar Konsens, dass Sie uns mal gesagt hätten, wo Sie eigentlich mit dem Land hinwollen, was Ihr großes Projekt mit dem Land Hessen ist. Wenn ich mich daran erinnere, dass Roland Koch versucht hat, mit einer neuen Verwaltungssteuerung die Strukturen für eine moderne Verwaltung zu legen, wenn ich mich, das kann man anders sehen, gar keine Frage. Aber das waren sicherlich damals Themen, für die man gestritten hat politisch, für die man versucht hat, auch dann den Kampf aufzunehmen, den politischen. Dann hätte ich mir heute gewünscht, dass wir neben der Beschreibung des Status quo auch mal eine Zukunftsaussicht, ich sage mal eine Vision von Ihnen bekommen hätten, wo es mit dem Land hingeht. Und ich sage Ihnen offen, für die Frage, dass wir in Hessen vom Glück beseelt sind, eine schwarz-grüne Regierung zu haben, können wir uns als FDP nun gar nichts kaufen. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger können sich davon nichts kaufen. Dass Sie politisch glücklich sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist deutlich zu wenig. Und dann haben Sie gesagt, wer Zukunft gestalten will, muss fragen, wo er hin will. Und Herr Ministerpräsident, das darf ich offen sagen, das erwarte ich auch von Ihnen. Also, dass Sie wissen, wo Sie hinwollen, wenn Sie die Zukunft gestalten wollen, das ist die Kernaufgabe einer Regierung, dass man ungefähr weiß, wo es hingeht. Und ich sage Ihnen mal, wo ich glaube, dass wir ein wirkliches ernsthaftes Problem haben. Bei der Frage, warum in Deutschland immer mehr Leute sich anscheinend ja von uns allen abwenden. Und das sind nicht nur die Kollegen der Union, der FDP, der Grünen, der SPD oder auch der Linkspartei mehr oder weniger, obwohl sie, glaube ich, im Bereich der eher härteren Forderungen profitiert von einer Struktur, wie wir sie zurzeit haben. Fakt ist doch, dass das, was wir zum Teil hier diskutieren, in der Sprache, in der Art und was wir debattieren, an der Wirklichkeit der Menschen anscheinend vorbeigeht. Und ich will Ihnen mal sagen, ich will mal ein Beispiel nennen, wo ich glaube, dass wir versucht haben, etwas richtig zu machen, was Sie am Anfang bestritten haben und dann irgendwann auf den richtigen Weg gekommen sind. Das war die Debatte über die Frage, wie wir mit den Problemen bei den Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, umgehen. Ob wir die versuchen, unter den Tisch fallen zu lassen, oder ob wir offensiv auch in diesem Landtag sagen, natürlich ist es so, wenn 80.000 Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Religionen nach Hessen kommen, haben wir es mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen zu tun. Vor denen ducken wir uns nicht weg, sondern stellen uns denen und diskutieren sie hier auch, weil dieses Parlament ist dazu da, um auch Probleme zu diskutieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist vielleicht, ich finde das mittlerweile richtig, aber ich sage mal, solche Geschichten wie, es gibt keine Probleme, in Berichtsanträgen immer wieder zu formulieren und dann irgendwann zu sagen, doch, es ist vielleicht anders. Herr Kollege Boddenbeck, ich glaube, da haben Sie auch einiges gelernt, was Sie sicherlich heute so nicht mehr machen würden, und da würde ich Ihnen dann zustimmen. Wer sich die Zahlen anguckt, meine Damen und Herren, der wird schon feststellen, dass wir in einer Situation sind, da macht man gerne Politik. So voll war der Haushalt noch nie, Kollege Wagner. Sie haben das ja gerade alles an Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit gemessen. Sie haben das von FDP und CDU auf den Weg gebrachte kommunale Investitionsprogramm von 1,7 Milliarden € gelobt. Noch besser wäre es gewesen, Sie hätten damals zugestimmt. Das wäre noch besser gewesen. Sie haben Löwe gelobt. Aber Sie haben ja recht, und ich bin ja bei Ihnen.
wenn Sie die Größe haben, irgendwann noch einmal zu sagen, Sie haben es gar nicht erfunden, aber Sie führen richtige Sachen fort, dann finde ich das gut und finde das auch richtig. Und ich sage mal, auch wir haben nicht alles richtig gemacht, aber ziemlich viel. Fakt ist aber, dass man schon die Größe haben muss, wenn man von anderen kopiert, danach zu sagen, es ist nicht von mir, sondern von anderen. Und ich glaube, das wäre auch an dem heutigen Tage nicht der größte Fehler gewesen. Und deshalb zurück zur Frage, Herr Ministerpräsident, was ich eigentlich von Ihnen gerne heute gehört hätte, auch als Bürger in diesem Land, aber auch als Mitglied dieses Landtags. Ich hätte gerne gehört, wo sind denn eigentlich die Zukunftsbereiche, die Sie anpeilen? Sie haben den Status quo beschrieben, Sie haben beschrieben, was Sie alles gemacht haben, wie gut Sie sind, wie hervorragend das Land dasteht. Das bestreite ich nicht. Wenn Sie sagen, dass das alles richtig ist, dann muss ich schon alleine aus Anciennität sagen, haben Sie mit Sicherheit recht. Aber jetzt nehme ich mir mal die Freiheit raus, Herr Ministerpräsident. Ja, habe ich nicht ernst gemeint. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe es nicht ernst gemeint, sondern ich habe eigentlich gemeint, dass ich erwarte, auch in einer Debatte über die Zukunft des Haushalts nicht die gleiche Rede zu bekommen wie im letzten Jahr, meine Damen und Herren. Das hätte ich eigentlich erwartet. Weil die Rede, wie gut Hessen dasteht, habe ich bei mehreren parlamentarischen Abenden und auch übrigens im letzten Jahr gehört. Und ich habe mal mir den Redemanuskripttext ausgedruckt, den wir im letzten Jahr hatten. Und meine Damen und Herren, er ähnelt der heutigen Rede. Und ehrlicherweise, ich finde es zu wenig. Ich hätte heute von Ihnen erwartet, dass Sie mal für uns definieren, was Ihre großen Zukunftsvisionen für dieses Land sind. Ob das im Bereich der Digitalisierung liegt. Sie haben lange über Innenpolitik gesprochen. Das ist immer ein Beweis oder ein Bereich, wo Sie sich hervorragend auskennen. Das will ich nicht bestreiten. Aber Hessen ist doch mehr als Innenpolitik und innere Sicherheit. Der ganze Bereich einer modernen Infrastruktur, der Bereich der Digitalisierung, sowohl auf der Verwaltungsseite wie auch in der Wirtschaft, meine Damen und Herren, die Zukunft des Finanzplatzes, auch übrigens die Zukunft dieses Flughafens, den Sie gerade wieder gelobt haben als größte Arbeitsstätte, wo aber Ihre Regierung, Herr Ministerpräsident, jetzt habe ich nicht das Gefühl, die wirtschaftsfreundlich ist, die alles dafür tut, dass die Wachstumsbedingungen dieses Flughafens in extremen Bereichen liegen. Meine Damen und Herren, ja, Herr Kollege Ahnen, hören Sie auf mit dem Blödsinn. Da muss man doch ehrlich sagen, Sie loben sich für Sachen, die Sie teilweise gegenteilig hier anlegen. Und meine Damen und Herren, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass wir uns 70 Minuten über eine solche Frage unterhalten dürfen. Und ich finde es gut, Herr Klee, wenn Sie sich aufregen, weiß ich, dass ich richtig liege. Ich will Ihnen mal sagen als Union, ich hätte erwartet, dass auch diese Regierung, die ja grunderneuert worden ist durch das Hinzukommen der GRÜNEN, den Mut und die Energie hat, mal mehr zu machen als das, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben. Und deshalb, ich sage, dass der Bereich Zukunft und das, was Sie gestalten wollen, habe ich leider heute nicht erlebt. Und das bedauere ich. Ich hätte gerne mit Ihnen über diese Frage diskutiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Land ist bei den Investitionen schlecht. Und ja, haben wir schon öfters gehört, war aber mal anders. Wir haben zum Beispiel 40%, lieber Kollege Klee, 40% bei maximal weniger Einnahmen in der Finanzkrise in den Infrastrukturbereich investiert als diese Landesregierung aktuell. Und jetzt sagen Sie, das ist relativ viel. Da hat der Ministerpräsident, finde ich, auch nicht Unrecht. Das ist relativ viel für eine schwarz-grüne Koalition. Aber es ist natürlich bei dem Bedarf, den wir in diesem Bereich haben, Herr Ministerpräsident, nicht viel. Denn wenn Sie einmal in Ihren eigenen Geschäftsbericht schauen, und ich glaube, der trägt noch nicht einmal, weiß ich nicht, die Unterschrift des Finanzministers, also er hat auf jeden Fall die Unterschrift eines Kabinettsmitglieds dieser Landesregierung, dann sind die Abschreibungen im Bereich der Infrastruktur 185 Millionen €, meine Damen und Herren. 185 Millionen €. Und Ihre Investitionen in diesem Bereich liegen bei 130 Millionen € ungefähr, wenn man alles zusammenrechnet. Da wollen Sie uns erklären, Sie überschreiten ja noch nicht einmal den Bereich sozusagen der Abschreibung. Dass Sie in dem Bereich einen Schwerpunkt setzen, kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Und meine Damen und Herren, wer über 5 Milliarden € Bundesmittel bekommt, dass der die rechnerische Größe von ca. 20% zusätzlichen Planungsmitteln auch einplanen müsste, Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Das ist eine Milchmädchenrechnung, die relativ schnell im Verkehrsministerium auch neuen Ministern gesagt wird. Die Beträge, die Sie jetzt anlegen, die sind zwar eine Verbesserung. Und Herr Minister Al-Wazir, wir hätten gerne auch mehr damals bei Hessen Mobil gemacht. War nur dummerweise bei der Finanzkrise gar nicht einfach alles so möglich, als wir die massiven Einsparungen in den verschiedenen Bereichen durchführen mussten. Aber das, was Sie jetzt machen, reicht nicht aus, um wirklich das zu verbauen, was uns der Bund an Geld zur Verfügung stellt. Und wie wir hören, ist das ja teilweise noch mehr als das, was das Land Hessen an dieser Stelle annimmt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb, wenn es wirklich um Investitionen geht und wenn es wirklich um Zukunftsbereiche geht, dann gehören diese Zahlen heute in dieser Debatte auf den Tisch. Nicht nur, Herr Kollege Wagner, wolkige Beschreibung, was alles gut ist, seitdem Sie und die Kollegen der GRÜNEN in der Regierung sind, sondern wir sollten dann auch ernsthaft über die Probleme reden, die dieses Land hat. Und deshalb,
Die Zukunftsbereiche, die Investitionsbereiche sind der Teil, wo aus meiner Sicht bei dieser Einnahmesituation, Herr Kollege Schäfer, mehr gewacht werden müsste, mehr gemacht werden muss, um die Zukunft dieses Landes ordentlich zu gestalten. Und jetzt sage ich einmal, warum thematisieren wir das? Ministerpräsident lobt die wirtschaftliche Situation, hat er recht. Wir profitieren massiv von den Reformen, die nicht schwarz-gelb gemacht hat, sondern rot-grün. Die Agenda 2010 ist jetzt noch einer der Wachstumstreiber, der die Lohnstückkosten damals überproportional in einer extrem schwierigen Situation in Deutschland gesenkt hat. Und die Situation der Reformen von damals ist der Erfolg von heute. Und deshalb müsste man doch an einem solchen Tag erwarten, in einer solchen Situation, dass der Satz stimmt, das Dach soll dann gedeckt werden, wenn die Sonne scheint. Aber beim Ministerpräsident hat man eher das Gefühl, wir machen gerade Kaffeepause, obwohl das Wetter schön ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Reformen in diesem Land gehören jetzt auf den Tisch. Die Frage der Strukturveränderungen in der öffentlichen Verwaltung. Und ich will mal den Ball zum Finanzminister spielen. Er wird ja die Woche noch Gelegenheit haben, sich hier intensiv an der Debatte zu beteiligen. Herr Finanzminister, Sie haben doch einmal angefangen, mit uns gemeinsam die Strukturen der Landesverwaltung mit uns zu verändern, weil wir beide wissen, dass es nur über eine Strukturveränderung möglich sein wird, in zukünftigen Zeiten, wenn die Einnahmen nicht mehr so sprudeln, die Finanzsituation einigermaßen akzeptabel zu halten. Das heißt, wir müssen Strukturveränderungen machen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir einen so umfangreichen Antrag zum Thema Digitalisierung bei dieser Debatte eingebracht haben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass nur wirklich durch Strukturveränderungen, das heißt, z.B. durch Digitalisierung von Teilen der Verwaltung in den nächsten Jahren massive Stellenaufwüchse möglicherweise verhindert werden können. Und wir gucken uns jetzt diesen Haushalt an, das, was Sie vorlegen. Und Herr Minister Schäfer, Sie sind mit Abstand noch der Aktivste in einem Bereich, der sozusagen nicht gerade vor Aktivität glänzt. Also Sie sind, ich würde mal sagen, derjenige, der noch mit einer Siegerurkunde nach Hause geht, während der Rest der Landesregierung bei diesen Bundesjugendspielen keine Medaille bekommt. Und das kann doch nicht ernsthaft wahr sein, dass wir im Jahre 2016 trotz optimaler Finanzsituation in diesem Haushalt nicht die Kraft haben, ich sage es mal, Sie nicht die Kraft haben, endlich in diesem Bereich Reformen durchzuführen und das Land auch im Jahre 2016 ankommen zu lassen. Stattdessen, meine Damen und Herren, sind wir, was Verwaltungsstrukturen angeht, immer noch eigentlich 20 Jahre zurück. Davon hätten wir uns von Ihnen mehr versprochen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich dann weiter anschaut, dass Sie neben der Frage der strukturellen Veränderungen, die ein Totalausfall sind, und ich komme nachher noch einmal zu ein paar Zahlen, welche Ministerien besonders zugeschlagen haben, gibt es ja auch erstaunliche Erkenntnisse, dass wir dann auf der anderen Seite sehen, dass gerade die finanzielle Situation der Kommunen, über die wir lange gerungen haben, von den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land zum Großteil selber bezahlt wird. Denn das, was der Innenminister clevererweise, muss man ihm lassen, hat er klug gemacht, gemeinsam mit dem Finanzminister, auf den Weg gebracht hat, ist eine Steuererhöhung auf kommunaler Ebene, eine Abgabenerhöhung, die letztendlich die kommunalen Haushalte ein Stück entlastet hat, aber vor allen Dingen den Landeshaushalt und die Landeszuführung in dem Bereich relativ niedrig gehalten hat. Niedriger auf jeden Fall, als das sonst der Fall gewesen wäre, meine Damen und Herren. Und deshalb auch an der Stelle, hat der Ministerpräsident, haben Sie sich massiv gelobt. Ich finde, an diesem Tag sollten wir einmal die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler loben, die das nämlich bezahlen. Es ist ja nicht Ihre Leistung, dass die Kasse dort so voll ist, sondern es ist zum Schluss die Leistung der Menschen, die das erstens erwirtschaftet haben, die in Hessen ein Unternehmen betreiben, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch übrigens Betriebsräte, die für ihre Arbeitsplätze kämpfen, ich will nur einmal das Stichwort Kali und Salz an dieser Stelle sagen, und die darauf hoffen, dass sie auch in Zukunft noch Wertschöpfung in diesem Land betreiben können. Es war nicht der Herr Ministerpräsident, der diese Arbeit macht, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich offen, das kam mir zu kurz. Ich will ja nicht bestreiten, dass Sie an vielen Stellen sich auch einsetzen. Unbestritten. Aber ich würde mir dann teilweise auch wünschen, dass wir ehrlich in die Debatten gehen. Und jetzt sage ich Ihnen mal etwas zum Thema Ehrlichkeit. Beim Thema Kali und Salz höre ich ja in den letzten Wochen und Monaten immer wie hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, na ja, das haben die bei K&S schon lange darauf angelegt, die wollen nicht wirklich und so weiter. Ich sage das mal auch im Interesse derjenigen, die wir kontaktiert, besucht haben, mit denen wir gesprochen haben im Unternehmen. Da kämpft jeder Mitarbeiter von denen, mit denen wir gesprochen haben, um seinen Arbeitsplatz. Und die wollen irgendwann einmal eine klare Aussage von der Landespolitik haben. Und wir haben nicht umsonst als FDP dreimal hintereinander unseren Setzpunkt für Kali und Salz verwendet, weil wir der festen Überzeugung sind, dass dieses Unternehmen für die Wertschöpfung in Nordhessen, für unser gesamtes Land, aber auch bei dem Produkt, das es herstellt, eine besondere Bedeutung hat.
Und das Letzte, was dieses Unternehmen und die Mitarbeiter von dieser Landesregierung erhalten haben, ist Planungssicherheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb kann ich jeden verstehen, der mit Angst und Sorge in diese Weihnachtszeit geht, weil er nicht weiß, ob er nächstes Jahr noch seinen Arbeitsplatz hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist wirklich nachvollziehbar. Und jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden in den Haushaltsfragen, wo wir anderer Auffassung sind, glaube ich, als alle anderen, die hier im Raum sitzen. Früher hatten wir mal eine Gemeinsamkeit mit der Union, aber das war sozusagen, das ist nicht postfaktisch, sondern postgrün gewesen, also sozusagen vor der Zeit. Antegrün, Antegrün, haben Sie recht, Antegrün, also das ist lange her, Herr Kollege Arnold, das ist die Arbeitszeitverkürzung. Nee, postfaktisch ist gar kein, es ist ja was aus der Soziologie, ich bin Jurist, das würde ich mich gar nicht trauen. Posttraumatisch ist vieles andere, Herr Kollege, aber das ist, gehört ja auch nicht her. Sondern es ist eine Frage, wie man mit der Arbeitszeitverkürzung umgeht. Wir waren ja mal gemeinsam der Auffassung, Sie haben das in der Alleinregierung damals durchgezogen, gemeinsam mit der Aktion Sichere Zukunft, die Sie auch damals als Alleinregierung gemacht haben, dass 42 Arbeitsstunden in einer Situation, wo wir wissen, dass die Kosten für unsere Mitarbeiter, für das Personal, aber vor allen Dingen auch für die Pensionslasten dermaßen hoch sind, dass auf der anderen Seite mit einer Situation, wo Menschen nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, das ist ja ein hohes Gut auch in vielen zurückliegenden Jahren gewesen, dass dieser Ausgleich dieser 42 Stunden ein faires Angebot ist. Und dass die Beamten nicht begeistert waren, ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Und dafür haben wir auch gemeinsam häufig den Kopf hingehalten. Sie haben das lange vertreten, und dann kam die Koalition mit den Grünen. Die Grünen hatten das im Wahlprogramm und haben auch diesen Punkt in der Koalition durchgesetzt. Und ich sage Ihnen mal, ich halte das für falsch, dass Sie an diesem Punkt zurückgegangen sind. Aus zwei Gründen. Erstens, weil gerade in der aktuellen Zeit und aktuellen Situation es richtig gewesen wäre, nicht sozusagen den Konsum weiter hochzufahren, denn es ist ein Stück Konsum, in dem wir dort investieren. Und zum Zweiten, weil ich diesen Ausgleich, dieses Modell, was wir gefunden hatten, für fair gehalten habe und ich übrigens auch bei vielen Beamten in den Diskussionen gehört habe, das war und wäre ein faires Modell, wenn auf der anderen Seite wenigstens die Tarifanpassungen so stattfinden würden, wie sie leistungsbezogen auch gerecht wären. Und das ist etwas, wofür wir gestritten haben. Wir haben gesagt, lasst die Tarifanpassungen so laufen, dass sie fair sind und nicht gedeckelt werden, aber fangt nicht mit den 42 Stunden an. Jetzt habt ihr eine Stunde, jetzt hat diese Koalition eine Stunde dort rausgenommen. Dafür müssen über 900 Stellen zusätzlich geschaffen werden. 900 Stellen. Und wir haben in unseren Haushaltsanträgen mal vorgerechnet, wie viel man investieren könnte, wenn man diese 900 Stellen nicht zusätzlich schaffen müsste. Und jetzt will ich das mal in zwei Bereiche teilen. Erstens, wir sind der festen Überzeugung, dass die zusätzlichen 30 Millionen €, die das kostet, um diese Stellen zu finanzieren, sehr viel besser in Zukunftsbereiche investiert gehört hätten, wie zum Beispiel in den Bereich der Digitalisierung. Und wir haben deshalb einen Vorschlag gemacht als FDP, erstens, diese Investitionen zu erhöhen und zweitens, das wird den Ministerpräsident hoffentlich freuen, in der Staatskanzlei einen Chief Digital Officer, so könnte man das nennen, können Sie auch eine andere Bezeichnung für nehmen, als Institution, ja, Kollege Wintermeyer ist so nah an der IT und an der Technik, dass er sicherlich begabt wäre, auch diesen Bereich zu übernehmen, unbestritten. Aber dass es jemanden gibt, der den Wildwuchs, und ich weiß, wovon ich spreche, in den Ministerien beendet und bündelt und endlich einmal eine Digitalisierungsstrategie aus einem Guss im Jahre 2016 für das Land bearbeitet. Das heißt, auf der einen Seite für die Fachministerien Macht abgeben und wieder die Staatskanzlei stärken, das freut niemand. Aber es ist eben an der Stelle richtig angesiedelt, weil doch ernsthaft niemand bestreiten kann, dass die teilweise kümmerlichen Beträge, die in den einzelnen Ministerien ausgegeben werden, ernsthaft eine Gesamtstrategie für das Land bedeuten würden. Und deshalb, meine Damen und Herren, will ich den Zusammenhang bringen. Wir glauben fest daran, dass es richtig gewesen wäre, auf der einen Seite den Bereich der Arbeitszeitverkürzung nicht durchzuführen und auf der anderen Seite dieses Geld, diese 30 Millionen, die wir zusätzlich dort haben im Rahmen der 900 Stellen, in ein Zukunftsprojekt Digitalisierung zu stecken. Und da geht es um viele Projekte. Da geht es um den IT-Bereich in der Justiz, natürlich auch in der Polizei. Da geht es um den IT-Bereich im ganzen Bereich der Infrastruktursteuerung. Da machen wir schon etwas, da ginge deutlich mehr. Und es geht natürlich auch um die Infrastruktur. Und bei aller Liebe, da wir ja die Zahlen gemeinsam kennen, Kollege Arnold, und wir auch viel dafür getan haben, dass Hessen nicht schlecht beim Breitband dasteht, ehrlicherweise wissen wir auch richtig gut, ist es insgesamt für Deutschland nicht. Wenn wir uns am Saarland messen, sind wir ganz gut, aber wir sollten uns nicht mit den erfolgreichen Ländern in Europa messen, da wird es nämlich schon deutlich dunkler. Und deshalb glaube ich, unsere Benchmark ist nicht das Saarland, sondern sind erfolgreiche Länder, die außerhalb von Deutschland liegen. Und deshalb will ich zu dem Punkt sagen,
Das, was Sie mit der Arbeitszeitverkürzung machen, halten wir für falsch. Und da muss man sich einmal anschauen, wo gehen denn eigentlich die zusätzlichen Stellen hin? Und ehrlicherweise, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja den Grünen jahrelang geglaubt, als sie ihre Reden hier gehalten haben. Ich habe ja immer gedacht, die Grünen sagen die Wahrheit, die meinen das so. Die sind auch beim Thema, als sie damals den Vizepräsidenten kritisiert haben beim Rechnungshof, den wählen wir nicht mit, weil das alles parteipolitisch ist, das machen wir nicht mit. Wir haben heute Frau Banzer in die Fraktion eingeladen. Es war ein überzeugendes Gespräch. Deshalb hat sich die FDP auch entschieden, Frau Banzer morgen mitzuwählen, so wie sich das auch gehört in diesen Fragen, und das Tamtam zu lassen. Aber Herr Kollege Wagner, wir haben uns, wie gesagt, mal hier angeschaut. Ich kann Ihnen das nachher gerne mal geben, falls das an der Fraktion der Grünen vorbeigegangen sein sollte, wo die Stellen hingehen. Und jetzt gucken wir uns mal das Wirtschaftsministerium an, finde ich sympathisch. Die Stellen, die dem Wirtschaftsministerium insgesamt zugehen, 12 neue Stellen, gehen sozusagen wegen der Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Da gehen immerhin 6 ins Ministerium und 6 in nachgeordnete Bereiche. Da kann man auch sagen, wird geguckt, wo ist der? So. Jetzt haben wir uns das Umweltministerium angeguckt, und da muss ich ehrlich sagen, da war ich überrascht. Also da hat zum Beispiel Hessen-Forst 870 Leute. Da gibt es eine Arbeitszeitverkürzung, das heißt, da wird mehr Bedarf entstehen. Aber die kompletten Stellen, das zusätzliche Personal, das verschwindet alles im Ministerium. Alles im Ministerium. Eine B2, eine A16, eine A15 und 5 mal A13 kommt direkt ins Ministerium, um die Ministeriumsarbeit zu stärken. Die nachgeordneten Bereiche gehen leer aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da muss ich ehrlich sagen, Herr Kollege Schäfer, darf man sich mal ein bisschen vergackeiert fühlen, wenn man sich das anschaut. Das scheint mehr. Und jetzt in der nächsten Runde werden wir uns mal anschauen, wo die Stellen hingegangen sind. Hoffen wir mal nicht, dass die alle in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen sind, aber das wäre bei der B2 wahrscheinlich auch schwierig. Insofern, wir werden uns mal anschauen, wo das hingegangen ist. Also, und dann erklärt man uns, das sei dringend erforderlich gewesen, um die Ministerialbürokratie zu stärken. Also, für die Kollegen im Wirtschaftsministerium freut es mich, macht es aber kein Stück besser, dass diese Struktur so gelaufen ist. Kommen wir mal zu den Bereichen, die aus unserer Sicht dringenden Handlungsbedarf im Zukunftsbereich haben. Und das ist neben dem großen Bereich der Digitalisierung. Und Herr Kollege Wagner, Sie werden erstaunt sein, da sind wir einer Meinung, die Bildungspolitik. Und Bildungspolitik ist für die FDP mehr als nur der Bereich der Schule. Und das ist doch ganz klar. Und wir streiten seit Jahren darüber. Und ehrlicherweise sind wir auch bis jetzt nicht wirklich richtig gut geworden. Haben auch wir nicht so gemacht, wie wir uns das vielleicht im Nachhinein vorstellen. Es ist die frühkindliche Bildung. Wenn ich sehe, was wir inhaltlich bei frühkindlicher Bildung auf den Weg gebracht haben, dann ist das nicht wenig gewesen. Ich will auch den Sozialminister loben, der hat eine ganze Reihe von Sachen gemacht. Das ist ein wichtiger Bereich. Ich sage aber, der Übergang von Kindergarten in Schule, trotz der Modellprojekte, die auch wir und zum Teil auch Stefan Grüttner zu verantworten hatte und hat, sind nicht wirklich überragend gewesen. Und dieser Übergang ist einer der zentralen Bereiche. Wenn die Information, ich habe das gerade selber mal meiner Tochter vor anderthalb Jahren, zwei Jahren erlebt, wenn die Informationen aus dem Kindergarten in die Klasse nicht übermittelt werden, ist doch die ganze Bildungsarbeit ad absurdum geführt, die in den Kindergärten läuft, teilweise abstrus, was dort passiert. Und da brauchen wir eine neue, eine andere Struktur. Und deshalb haben wir auch hier einen Schwerpunkt gesetzt. Wir wollen diesen Übergang, meine Damen und Herren, den müssen wir endlich neu und richtig schaffen. Das ist zu wenig, was dort passiert. Aber ein zweiter Punkt gehört genauso dazu. Neben der Frage 105% Lehrer, neben der Frage, dass wir bei der Schule Ganztagsangebote machen, auch das ist vom Grundsatz her nicht zu bekämpfen. Man kann dann fragen, wo kommen die Lehrer dafür her, Herr Kollege Wagner. Aber ein Problem haben wir weiterhin. Das sind die Schulbauten. Und jetzt haben wir mit den 1,7 Milliarden Euro damals schon eine Reihe von Finanzmitteln an die Kommunen gegeben, damit Schulen instand gesetzt werden konnten. Und ich glaube, das geht sehr vielen Kollegen in diesem Hause so, die unterwegs sind im Land. Wenn Sie teilweise in solchen Schulen unterwegs sind, wo Sie manchmal das Gefühl haben, hier scheint das kommunale Investitionsprogramm nicht angekommen zu sein, wenn Sie sich umschauen, dann kann man auch verstehen, dass eine Lernatmosphäre an vielen Stellen noch lange nicht so ist, wie sie sein müsste. Und da müssen wir gemeinsam, meine Damen und Herren, es bringt nichts, die beste Bildungspolitik durch Lehrer, durch Strukturen, durch inhaltliche Vorgaben auf den Weg zu bringen, wenn die Schulbauten und die Schulkörper zum Teil in katastrophalen Zuständen sind. Und deshalb haben wir auch hier noch einmal gesagt, 100 Millionen Sonderprogramm in diesem Bereich wollen wir in dem Bereich investieren. Und jetzt, mein Ministerpräsident, kommen wir zu dem Thema Wirtschaftspolitik insgesamt. Das ist mir noch einmal ein Anliegen. Ich habe vorhin eingeleitet mit der Botschaft, ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wir bei der Frage Umgang mit solchen Debatten, wie wir argumentieren, unseren Stil verändern müssen. Die AfD und andere macht man nicht nur überflüssig, indem man sie sozusagen einfach negiert, sondern indem man auch einmal überlegt, ob die Menschen, die diese Partei wählen,
was die eigentlich für Anliegen haben und warum sie sich von den etablierten Parteien nicht mehr verstanden fühlen. Ich glaube, das ist eine Verpflichtung, die wir haben. Es ist nicht nur sozusagen andersherum, dass diese Wähler sich schämen müssten. Im Gegenteil, wir müssen uns überlegen, was wir falsch gemacht haben. Das hat aber auch etwas damit zu tun, das hat aber auch dann zum Schluss etwas damit zu tun, welche Art von Politik in Deutschland gemacht wird. Und wer sich die Bundeskanzlerin anschaut, die die Konsensdemokratie ja auf den Weg gebracht hat, die es geschafft hat, dass in Deutschland viele Probleme, bei Helmut Kohl hat man mal früher gesagt, er hat alles ausgesessen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei Frau Merkel bezeichnen soll. Aber es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, viele der Themen sozusagen konsenstechnisch abzuräumen. Und Herr Ministerpräsident, da muss ich Sie loben, das haben Sie definitiv für Hessen übernommen. Also der hessische runde Tisch, müssten eigentlich fast alle verwendet worden sein in der Landesregierung, weil so viele runde Tische, wie wir mittlerweile gemacht haben, ist sicherlich eine politisch kluge Erfindung, weil er die Leute und die Akteure an einen Tisch holt und zwingt, sich miteinander auseinanderzusetzen. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass irgendwann der Eindruck entsteht, man könne jedes Thema im Konsens lösen. Das ist sicherlich für jemanden, der Landesvater ist und der versucht, auch den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, sie können in diesem Land ruhig schlafen, eine kluge Strategie. Aber ich sage mal auf der anderen Seite, wenn wir es nicht mehr schaffen, auch das ein oder andere Thema hier mal im Dissens zu diskutieren und auch mal zu sagen, ich habe hier diese Meinung, jetzt mal Sie in Person, und ich gehe dann auch mal voran mit dieser Meinung, dann wird es schwierig. Und ich will mal das am Beispiel des Frankfurter Flughafens machen, weil das Beispiel haben Sie gerade verwendet. Sie haben immer dieses Gleichgewicht, Ökologie und Ökonomie in einen Ausgleich bringen und so weiter. Irgendwann ist dieses Bild erschöpft. Und ich habe das Gefühl, das Bild ist erschöpft, und zwar mittlerweile vollständig. Weil beim Frankfurter Flughafen, Herr Kollege Boddenberg, diese Landesregierung sich irgendwann einmal entscheiden muss, für was sie eigentlich steht. Möchten Sie auch an die Mitbewerber, die im Ausland mit uns ringen, ein Signal setzen, dass dieser Flughafen in Zukunft wächst? Oder möchten wir das Spiel machen, der ökologische Ausgleich und die Ökonomie kriegen wir schon irgendwie zusammen, und das geht nur mit CDU und Grünen? Und Herr Kollege Boddenberg, naja, ernst, ich kenne Anträge von Ihnen, die diametral das Gegenteil beinhaltet haben von dem, was Sie heute stehen. Insofern dürfen Sie bitte bei mir nicht böse sein, dass ich Ihnen nur halb glaube, was Sie erzählen. Aber Fakt ist, dass bei der Frage für dieses wichtige Unternehmen irgendwann mal auch für die Mitarbeiter eine klare Botschaft sein muss, wofür sie eigentlich stehen. Und ich glaube, zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb, wenn ich das mal so sagen darf, ist nicht die Mitte Schwarz-Grün. Weil diese Mitte führt dazu, dass genauso wenig Prosperität, dass genauso viel Stillstand an der Stelle bei diesem Thema herrscht. Und ich hätte lieber darum gestritten, dass der eine sagt, wir wollen wachsen, oder der andere sagt, wir wollen eine andere Strategie fahren, als dieser Versuch, das immer auszutarieren und irgendwie den Eindruck zu vermitteln, es wird schon alles gut. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass das für solche Unternehmen ein großer Fehler ist. Und ich habe moderne Sozialdemokraten, ich habe einen linken Ministerpräsidenten erlebt, der mir zum Beispiel bei Kali und Salz deutlich kampfeslustiger vorkam als Mitglieder der Landesregierung. Ja, ich hätte nicht gedacht, muss ich offen sagen. Ja, ich bin von Herrn Ramelow überrascht. Ich hoffe, das war es dann auch mit meinen Überraschungen in dieser Frage. Aber dass Herr Ramelow immerhin in Thüringen, was die Umweltpolitik angeht, eine Linie gezogen hat, das habe ich in Hessen in dieser Frage noch nicht erlebt. Und ich wünsche mir gerade zu diesem Thema auch mal ein bisschen mehr sozusagen Streitigkeiten, gerade nach außen, wofür wir eigentlich stehen, und nicht immer nur den Konsens in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, Sie tun dem Land auf jeden Fall mit dieser Frage keinen Gefallen. Und deshalb will ich mal ganz zum Schluss, und dann ist es auch schon fertig, war gar nicht so schlimm, die Frage, die ich... Ja, wird ja, wenn Sie sagen, so bin ich ganz zufrieden, dann habe ich es nicht falsch gemacht. Will ich mal die Frage, die ich selber gestellt habe, beantworten, was ist eigentlich das große Projekt des Volker Bouffier und dieser Landesregierung? Und ich habe mir mal in der Analyse überlegt, es ist nichts wie NVS oder Privatisierung oder keine Ahnung. Das große Projekt ist Schwarz-Grün. Das große Projekt ist nicht das Land, sondern es ist die Koalition selbst. Die ist so aufwendig zusammenzuhalten, und die ist so harmonisch und erfolgreich, dass Sie alle Energie, die Sie sonst für politische Projekte bräuchten, zum Zusammenhalten dieser Koalition brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb ist das Ihre große Leistung. Und dass Sie dafür alle Energie brauchen, ist respektabel. Es ist nur nicht zum Wohle des Landes, meine Damen und Herren. Es ist mit Sicherheit zum Wohle der CDU. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir heute mehr über das Wohl des Landes diskutieren als über die Frage, welche politische Konstellation für Sie am erfolgreichsten ist. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächstes spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Boddenberg. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu später Stunde, und Herr Rudolph, es ist jetzt noch dunkler als schon vor zwei Stunden. Aber ich hoffe, Sie bringen doch so viel Geduld auf, dass Sie dem letzten Redner noch ein wenig Aufmerksamkeit gönnen. Das Schicksal des Vorsitzenden der stärksten Fraktion ist ja häufig, dass er zum Schluss spricht und dann noch einmal alles zusammenfassen kann. Das will ich Ihnen ersparen und kann ganz viel von dem, was hier von Ministerpräsident Volker Bouffier und auch von Kollegen Wagner gesagt worden ist, natürlich bestätigen, Herr Schäfer-Gümbel. Das wird Sie nicht überraschen. Aber ich möchte schon zwei, drei Punkte aufgreifen, die Sie und auch Herr Kollege Rentsch gerade angesprochen haben. Ich will mal mit einem Punkt beginnen, der die Frage, die Sie aufgerufen haben, nämlich, ich formuliere es jetzt einmal mit meinen Worten, wir schwimmen im Geld, könnte man über das schreiben, was Sie hier eingangs angesprochen haben, die damit ein wenig aufräumt und mal ein paar Dinge klarstellt. Ja, es ist sehr richtig, wenn wir die Haushalte 2013 bis 2017 vergleichen, dann verfügen wir über gut 4,5 Milliarden € mehr Einnahmen. Herr Schmidt nickt schon einmal bei diesem ersten Teil. Aber Herr Schmidt, Sie werden auch nicht bestreiten beim zweiten Teil, nämlich was passiert denn mit diesem Geld, wenn ich sage, wir haben einige besondere Herausforderungen, die wir jedenfalls bis 2013 nicht hatten. Und wenn ich einmal die 4,5 Milliarden € auf der Einnahmenseite sehe, dann will ich auf der Ausgabenseite nur einmal einige wesentliche Blöcke ansprechen, beispielsweise die Tatsache, dass wir von 2013 bis zum nächsten Haushalt 2017 rund und gut 800 Millionen € mehr Personalaufwand haben. Das hat etwas zu tun mit Besoldungserhöhungen, mit Tarifsteigerungen. Das hat etwas mit Beihilfe und anderen Dingen zu tun. Kurzum, Personal spielt nach wie vor auch bei den Mehrausgaben eine enorme Rolle. Das ist fast die erste Milliarde, Herr Schmidt. Die Mittel im Kommunalen Finanzausgleich haben sich im gleichen Zeitraum ebenfalls um fast eine Milliarde erhöht. Das sind dann schon zwei. Die Mittel, die wir in den Länderfinanzausgleich zahlen, übrigens aktuell zahlt Hessen pro Kopf mal wieder das meiste. Das will ich denn doch noch einmal festhalten, weil das immer so weggeredet wird, auch von Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel. In den Länderfinanzausgleich zahlen wir in dem Zeitraum 500 Millionen mehr. Das sind jetzt dann 2,5 Milliarden, die wir schon für drei Positionen ausgegeben haben. Und jetzt waren wir im letzten Jahr, und ich habe das Gefühl auch in diesem Jahr, sehr gemeinsam der Auffassung, dass wir für die große Herausforderung der vielen Menschen, die zu uns kommen, gemeinsam auch Geld in die Hand nehmen müssen, nicht nur für die Betroffenen, die zu uns kommen, sondern auch für viele andere Lebensbereiche und gesellschaftliche Bereiche, wo wir immerhin deutlich über 1 Milliarde € für Flüchtlinge und noch einmal einige 100 Millionen € für das andere Wohnungsbau und anderes mehr, ich glaube, noch einmal sagen zu dürfen, gemeinsam ausgeben. So, und dann kommen Sie. Dann sind Sie schon bei 3,5 Milliarden €. Wenn Sie dann sehen, dass wir den Finanzierungssaldo um gut 1 Milliarde € zurückgeführt haben, dann sind die 4,5 Milliarden € Mehreinnahmen für diese Bereiche aufgebraucht. Deswegen ist alles das, was Volker Bouffier und Matthias Wagner hier gesagt haben, eine Frage der verbleibenden Mittel und der Prioritätensetzung. Dort will ich nun wirklich nicht wiederholen, was im Bereich der Bildung, im Bereich des Verkehrs und vieler anderer Politikfelder gesagt worden ist. Aber Sie erlauben mir schon, dass ich einige Punkte noch einmal herausgreife. Ich will, Herr Kollege Rentsch, durchaus mit dem Thema Wirtschaft beginnen, Wirtschaft und Verkehr. Da ist heute, ich weiß nicht, über 7 Millionen € gesprochen worden für den Landesstraßenbau. Ich kann mit dieser Zahl nichts anfangen. Das ist irgendwo ein Mehraufwand in irgendeinem zusätzlichen Antrag. Wir geben 90 Millionen € für diesen Bereich per annum aus. Ich will einmal eines hervorheben. Wir haben vor wenigen Jahren ein Programm von 2016 bis 2022 aufgelegt, der Wirtschafts- und Verkehrsminister, in dem wir 540 Maßnahmen, Instandsetzungsmaßnahmen in den Bereichen Landesstraßen mit 385 Millionen € unterlegen. Ich kenne, seitdem wir dieses Programm aufgelegt haben, jeder Bürgermeister, jede Gemeindeverwaltung, jedes Stadtparlament weiß, was wann saniert wird. Ich persönlich kenne seitdem keine einzige Beschwerde mehr, die es immer noch geben wird, wenn Sie vor Ort fragen, könntest du dir vorstellen, dass die Straße erneuert wird oder vielleicht auch noch die ein oder andere Umgehung zusätzlich gebaut wird. Ich habe keine Beschwerde von Seiten der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinden seitdem bekommen. Heißt doch offensichtlich,
Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns vornehm zurücklehnen und sagen, alles prima. Natürlich könnten wir auch dort noch das eine oder andere auch an zusätzlichen Investitionen tätigen. Aber es heißt auch, dass wir offensichtlich ein Problem erkannt haben und es mit klaren Maßgaben im Landeshaushalt entsprechend auch beantworten. Ich will eingehen auf den Flughafen, Herr Kollege Rentsch. Das, was ich eben zwischengerufen habe, ist das, was ich dazu auch in Richtung FDP zu sagen habe. Und wenn Sie die Frage stellen, was ist denn das Projekt oder das Modell des Ministerpräsidenten, dann widerspreche ich Ihnen ausdrücklich, wenn Sie sagen, hier geht es um zwei Parteien, die eine Koalition bilden. Hier geht es darum, dass wir eine Koalition bilden zwischen CDU und GRÜNEN zum Wohle dieses Landes. Und am Beispiel des Frankfurter Flughafens kann man das sehr wohl festmachen. Am Beispiel des Frankfurter Flughafens kann man das gut festmachen, denn ich erinnere mich daran, dass auch liberale Politiker, FDP-Politiker, jedenfalls in der Vergangenheit häufig, wenn es um die Kehrseite der Medaille, nämlich nicht nur das Wachstum des Flughafens, sondern die mit dem Flughafenausbau einhergehenden Belastungen diskutiert wurden, an vorderster Front mit dabei waren, wenn es darum ging, in Bürgerhäusern über lärmreduzierende Dinge zu reden. Und jetzt haben wir doch etwas sehr Vernünftiges gemacht, Herr Rentsch. Wir haben das mit den Lärmpausen hinbekommen. Wir arbeiten zurzeit an einer Lärmobergrenze. Und ich sage Ihnen voraus, die wird definitiv eins nicht tun. Sie wird nicht die Zahl der Flugbewegungen decken, aber sie wird Airlines, die das können, die das betriebswirtschaftlich vertreten können und müssen, dazu zwingen, dass sie möglichst leises Fluggerät einsetzen. Ich kann daran nun wirklich keine Ich kann daran keinen Nachteil für den Frankfurter Flughafen und auch für die Airlines erkennen und sehen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir gerade beim Flughafen sind, also wie viel Signal wollen Sie denn noch haben? Wir bauen gerade das Terminal 3. Und jetzt müssen die GRÜNEN einmal weghören. Das ist ein Punkt, wo wir unterschiedliche Auffassungen hatten. Und ich finde auch das haben Sie ja selbst an anderer Stelle eingefordert, gehört doch zur Politik dazu, dass man auch einmal offen sagt, wo es auch in Koalitionen unterschiedliche Auffassungen gibt, aber wie in so vielen gesellschaftlichen Bereichen es notwendig ist, dass man zu Kompromissen führt. Und zu diesen Kompromissen gehört, dass wir uns um den Lärm kümmern, aber auch dem Flughafen mit dem T3 eine Entwicklungsperspektive geben. Das ist ein Signal, das weltweit wahrgenommen wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich freue mich darüber, dass auch die ersten Airlines sich für dieses Terminal und möglicherweise die Positionierung ihrer Airlines dort interessieren. Und ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Und wenn Sie den Flughafen und den Wettbewerb dort sehen, dann wissen Sie doch ganz genau, Herr Schäfer-Gümbel beklagt die Low-Coster, jedenfalls Ryanair. Zunächst einmal, Herr Schäfer-Gümbel, gibt es die Gebührenordnung und das Gebührenrecht nicht her, dass wir entscheiden, wer dort fliegen und starten und landen darf und wie die Sozialstandards in den jeweiligen Unternehmen sind. Glauben Sie mir bitte eins, ich finde das doch auch nicht lustig, wie O'Leary mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich erinnere mich an ein FAZ-Interview, Besuch der Dubliner Zentrale. Da sind Sachen gesagt worden, die finde ich, muss ein Unternehmer, der Erfolg haben will, A, nicht sagen, und B, wird er möglicherweise auch eines Tages an die Grenzen dessen stoßen, was er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er nicht immer so behandelt, wie wir es uns vorstellen, zumutet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht unser Ding. Darüber können wir uns beklagen, aber das können wir nun beileibe nicht zum Thema Flughafen und weitere Entwicklung des Frankfurter Flughafens in die Debatte bringen, weil das ist nicht unsere Aufgabenstellung. Und wenn Herr Rentsch beklagt, die Entwicklung des Frankfurter Flughafens macht Sorge, sage ich, ja, uns und mir macht diese Entwicklung auch Sorge, weil einer der größten Kunden, die Lufthansa, bisher für sich entschieden hat, den Low-Cost-Bereich dort nicht stattfinden zu lassen mit einer ihrer Töchter. Auch dafür kann man auf ersten Blick Verständnis haben und sagen, ja, warum soll eine Lufthansa, die diese Destinationen insbesondere im Kontverkehr bedient, mit ordentlicher Qualität, mit der Marke Lufthansa, warum soll die sich mit der eigenen Tochter eine Konkurrenz ins Haus holen? Das war bisher die Meinung der Lufthansa, für die man unternehmerisch Verständnis haben kann. Jetzt, wo es anders aussieht und Herr Schulte und Fraport sich entschieden haben, eben einen Low-Coster an den Platz zu holen, beginnt die Lufthansa sich zu bewegen. Und, lieber Herr Kollege Rentsch, ich bin sehr sicher, dass es dort einen Wettbewerb geben wird. Wir müssen öffentlich darüber reden. Herr Schäfer-Gümbel, da bin ich ja dabei Ihnen. Wenn Bereiche wie Sozialstandards, Stichwort Ryanair, zu kritisieren sind, dann muss man das klar benennen und tun.
Aber am Ende entscheidet der Kunde, mit wem er fliegt, wann er fliegt und wohin er fliegt. Insofern hoffe ich darauf, dass Kunden auch bei der Frage, was ist jetzt das günstigste Ticket, vielleicht noch ein paar andere Dinge mitdenken bei ihrer Kaufentscheidung. Insofern gucken wir in dieser Frage, ich jedenfalls, zuversichtlich nach vorne. Ich will schon auch noch einmal auf das eingehen, was Sie zu K+S gesagt haben, Herr Kollege Rentsch, und will schon noch einmal in Erinnerung rufen, dass ich in den letzten Wochen sehr irritiert war, insbesondere Herr Schäfer-Gümbel, über das Verhalten einiger sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneten. Man kann ja über die Frage streiten, macht es Sinn, das Unternehmen zu kritisieren? Haben wir das Unternehmen zu häufig kritisiert? Ich glaube, es gab Grund, das Unternehmen an einigen Stellen zu kritisieren, weil ich kenne das Thema seit 10, 12 Jahren, eigentlich seitdem ich Politik mache, ich das Gefühl habe, dass es durchaus einer gewissen zusätzlichen Motivation des Unternehmens brauchte, das ein oder andere auch an großen Investitionen zu tätigen. Das machen die jetzt. Aber das machen Sie, weil Sie eine Perspektive haben hier am Standort in Hessen. Das machen Sie, weil Sie von der Landesregierung eine klare Maßgabe haben, wie mit der Abwasserproblematik über die nächsten Jahrzehnte verfahren werden kann. Alle sind mit im Boot, und ich will ausdrücklich der Umweltministerin danken dafür, dass sie das hinbekommen hat. Und da stört ein Brief von sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in Richtung Brüssel, die sagen, das ist alles rechtlich fragwürdig. Liebe Brüsseler EU-Kommission, greift dort ein. Also, wenn das kein Schlag in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, Stichwort Weihnachtsfest, Herr Kollege Rentsch, dann weiß ich nicht. Und das haben wir sehr klar kritisiert. Und ich hoffe, Herr Schäfer-Gümbel, dass es Ihnen hin und wieder dann noch in dieser Frage gelingt, einfach einmal Tacheles in Richtung der eigenen Parteifreunde in Berlin zu reden. So, und jetzt haben wir, ich bleibe noch einmal bei K+S, jetzt haben wir eine Situation herbeigeführt, die es möglich macht, dass dort weiter produziert wird, dass Kurzarbeit nicht mehr stattfindet. Das hat etwas zu tun damit, dass es erhebliche Forderungen in Richtung auch der niedersächsischen Landesregierung gegeben hat und wir dort einen großen Schritt vorangekommen sind. Ich will nicht sagen, dass da alles in Ordnung ist. Ich will nur sagen, ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darauf verlassen können, dass sie die Jobs bei K+S und in dieser Region erhalten werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich könnte viel zur inneren Sicherheit sagen. Ich könnte sagen, dass wir dort, wie ich finde, einer großen Sorge der Menschen gerecht werden, die sagen, ich habe Angst vor dem, was internationaler Terrorismus bedeutet. Ich habe Angst, was Islamismus in Deutschland bedeutet und möglicherweise für mich an Bedrohungspotenzial bedeutet. Ich habe Angst vor den Salafisten und denen, die in den Moscheen Hasspredigten halten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das ist eine völlig berechtigte Sorge, bei der wir, wie ich finde, kluge Antworten geben. Kluge Antworten geben, weil wir sagen, dem Salafismus müssen wir begegnen durch frühzeitige Aufklärung, beispielsweise der Eltern, der Mitschüler, der Freunde, dahingehend, dass sie Obacht geben, ob und wann in ihrem Umfeld Menschen in eine extremistische Richtung tendieren. Ich finde es notwendig, auf der anderen Seite aber auch sehr klar gesagt, dass wir beispielsweise nicht nur die Stellen bei der Polizei erhöhen, sondern dass wir auch den Verfassungsschutz stärken. Der Verfassungsschutz ist in der Lage, solche Entwicklungen aufzuspüren. Sie haben ja ein anderes Verständnis von Verfassungsschutz generell. Da diskutiere ich mit LINKEN gar nicht darüber, Frau Wissler. Aber ich sage sehr deutlich, alles notwendige Maßnahmen, die den Menschen sagen und deutlich machen sollen, dass wir nicht handlungsunfähig sind, sondern das genaue Gegenteil der Fall ist. Ich finde es eine wirklich herausragende Aktion in den letzten Tagen gewesen, da werden wir noch darüber reden, sicherlich auch der Innenminister, dass endlich die Lease-Aktion verboten worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen in unserem freiheitlichen Rechtsstaat, wie schwer es ist, im Vereinsrecht dahin zu kommen, einen solchen Verein zu verbieten. Ich bin froh, dass das jetzt vollzogen ist, und ich bin sehr sicher, dass das ein deutliches Signal auch in Richtung derjenigen ist, die Ähnliches vorhaben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein großer Erfolg der deutschen und auch der hessischen Innenpolitik. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich
verweise auf die morgigen Diskussionen in den Einzelplänen. Ich will nur noch, Kollege Wagner ist darauf sehr ausführlich eingegangen, einen grundsätzlichen Punkt zum Schluss erwähnen, der, ich finde, uns alle gemeinsam umtreiben muss. Das ist die Frage, was bewegt die Menschen in unserem Land mal außerhalb des Tagesgeschäfts von Politik? Und Herr Kollege Rentsch, ich muss Ihnen sagen, bei Ihnen wie auch bei anderen Rednern kommt mir immer wieder so der Eindruck, wir machen jetzt ganz viel Asche auf unser Haupt und rufen mea culpa, mea culpa, wir haben alles falsch gemacht, wir müssen endlich den Bürgern zuhören, wir müssen endlich deren Sorgen ernst nehmen. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gucke jetzt hier einmal ins Rund. Sitzt hier wirklich ernsthaft irgendjemand, der, seitdem er in diesem Hause Verantwortung trägt, nicht die Sorgen der Bürger ernst genommen hat? Sitzt hier im Haus irgendjemand, der jetzt erst anfängt, darüber nachzudenken, was denn die Menschen da draußen bewegt? Wir sollten bitte doch jetzt nicht so tun, als würden wir einen Hebel in unserem Verhalten umlegen und auf einmal alles anders und richtig machen. Ich finde, und das hat Kollege Wagner und haben auch andere angedeutet, völlig zu Recht gesagt, lass uns doch einfach in der Sache streiten. Da bin ich sehr bei denen, die das heute hier eingefordert haben. Herr Schäfer-Gümbel, lass uns auch klare Konturen in der Sprache haben. Sie haben das auf Ihrem Parteitag am Samstag gesagt, wenngleich ich ein wenig davor warnen will, dass wir mit klaren Konturen und Profilen in der Politik dann auch den Fehler machen und in Worte und Terminologien verfahren, die am Ende eher wieder die klassischen Klischees vieler Menschen, die Sorgen haben und unsicher sind, bedienen helfen. Ich nehme einmal Ihr Stichwort Marktradikalisierung. Ja, wir können ja darüber reden, dass aktuelle Debatten Automobilkonzerne, Herr Schmidt, aktuelle Debatten über Boni-Rückforderungen von großen deutschen Banken. Ja, kennen Sie irgendjemanden hier im Haus, der das gut findet, was dort teilweise an Exzessen auf Ebene mancher Management-Ebenen stattfindet? Ich kenne da niemanden hier im Haus. Aber ich kenne 1 Million Unternehmer in diesem Land, die eben genau das Gegenteil von dem sind, was man in Richtung marktradikal beschreiben oder Sie beschreiben wollen, die morgens früh aufstehen, die sonntags abends ins Bett gehen mit der Sorge, ob sie morgen genügend Umsätze für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für das eigene Auskommen haben, ja, die vielleicht auch zu Vermögen gekommen sind, die herausragende Mittelständler sind, die dieses Land aufgebaut haben und es weiterentwickeln werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, die wären mit einem solchen Begriff, das haben sie nicht getan, aber ich leite das jetzt einmal dahin über. Die wären mit einem solchen Begriff völlig falsch beschrieben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lasst uns auch den Mut haben, Recht und Unrecht klar zu benennen, aber nicht mit Gießkannen über ganze gesellschaftliche Gruppen ein Wort zu schütten, das am Ende denen Recht gibt, die sagen, ist ja eh alles schlimm, die da oben, wir hier unten. Wir dürfen diese Stimmung in unserem Land nicht zusätzlich bedienen. Und ja, Herr Kollege Rentsch, das gilt auch, und ich will noch zwei Bereiche ansprechen, das gilt auch für das von Ihnen angesprochene Thema. Da sind 80.000 Menschen zu uns gekommen mit anderem kulturellem Hintergrund und den damit verbundenen Sorgen, die die Menschen haben. Ich erinnere mich sehr gut daran, Herr Schäfer-Gümbel, ich schaue Sie noch einmal an, als das Phänomen AfD auftauchte, damals noch im Zusammenhang mit der Eurokrise oder der Weltwirtschaftskrise, wie wir hier über die Frage gestritten haben, ist das jetzt alles rechts, rechtsextrem? Darf man die Themen, die die AfD seinerzeit schon thematisiert hat, aufgreifen, oder nährt man damit ihre Politik oder ihren nächsten Wahlerfolg? Wir haben hier diskutiert über die Frage von Sigmar Gabriel, der so sehr kurze, knappe Schimpfworte hatte, um Menschen zu beschreiben, die irgendwo auf der Straße sind. Ich will gleich dazu sagen, damit es nicht wieder in den falschen Hals kommt, ja, da gibt es Grenzen, und da sind auch Grenzen überschritten worden. Und ich glaube, wir werden uns dieser Woche noch auch mit der Frage beschäftigen, was passiert so alles im Netz, aber eben halt auch auf der Straße. Das ist nicht die Frage, aber wir müssen doch uns, wie ich finde, darauf verständigen, dass Herr Rentsch in dieser Frage durchaus recht hat, wenn er sagt, wir müssen die Probleme auch klar benennen. Wir müssen die Probleme aber nicht nur klar benennen, sondern wir müssen auch sagen, das ist unser Lösungsweg,
um das Problem zu beseitigen oder zu lindern. Und das gilt beispielsweise auch für die Frage der zu uns gekommenen, das gilt für die Frage der Kriminalität insgesamt, es gilt aber auch für die Frage des kriminellen Verhaltens von einigen wenigen. In Zahl in 100% sind es wenige und auch nicht überproportional viele. Aber auch das ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt, dass aus Nordafrika beispielsweise Menschen, Stichwort Frankfurter Hauptbahnhof, seit Wochen ein Thema in den Medien, nun einmal auffälliger werden als manch andere Gruppen. Da gibt es immer noch, wenn man genau hinschaut, ja, Gründe, warum das möglicherweise dazu gekommen ist. Aber in einem Rechtsstaat und in einem Staat, in einer Gesellschaft, die sagt, wir müssen Kriminalität nicht nur klar benennen, sondern auch mit der klaren Kante und der Härte des Gesetzes Kriminalität ahnden, gehört ein solches Vokabular dann, wie ich finde, sehr wohl zu dieser Debatte dazu. Und das heißt, meine Bitte wäre für die Zukunft, dass wir aufhören, uns da jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und wir einfach uns auch hier vornehmen, dass man Dinge einfach auch mal konkret benennen darf. Und einen letzten Teil, Herr Kollege Rentsch, da bin ich bei dem von Ihnen am Schluss sehr intensiv bemühten Thema der Digitalisierung. Auch dort können wir streiten, reichen die Mittel aus. Ich könnte Ihnen einmal aufschreiben, was wir so im ländlichen Raum investieren, Herr Kollege Rentsch. 1 Milliarde in den nächsten 4 Jahren, 1 Milliarde, darunter auch erhebliche Mittel für den Breitbandausbau, Stichwort Infrastruktur. Aber ich will über etwas anderes reden. Ich war ja auch einmal wie Sie im Kabinett und habe erlebt, wie das so ist in der Landesverwaltung bei der Implementierung von neuen digitalen Technologien. Und ich bin sehr bei den Ministerpräsidenten und auch anderen sagen, ja, das muss man sicherlich alles grundsätzlich machen. Aber es ist am Ende auch eine Frage der Geschwindigkeit. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht alle mit dieser Technologie aufgewachsen und schon in Kindesbeinen an konfrontiert worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung, aber auch außerhalb, in der Wirtschaft insgesamt, haben auch Sorge und Ängste vor dieser Entwicklung. Und deswegen finde ich, dass auch ein schrittweises Implementieren dieser Technologie notwendig ist, einerseits. Aber wir viel, viel mehr Kraft und Energie darauf verwenden müssen, wie schaffen wir es denn, dass jedenfalls mehr Menschen als heute das als Chance sehen, Leben zu verbessern, Arbeitsabläufe zu verbessern, auch im Sinne eines angenehmeren Arbeitsumfeldes. Und wir schaffen es vor allen Dingen aber, das hinzubekommen, dass Menschen die Angst davor verlieren, dass sie den Zug verschlafen oder verschlafen haben und eines Tages nicht mehr mitkommen. Diese Angst gibt es in unserem Land viel, viel häufiger, als wir glauben. Und um noch einmal zum Ausgang oder Eingang zurückzukommen, wir alle sprechen mit Menschen, die werktätig sind, die in der Industrie arbeiten. Ich habe das aus beruflichen Gründen eigentlich regelmäßig, eigentlich täglich, und erinnere mich an Gespräche gerade am vergangenen Wochenende, wo mir Menschen genau das sagen, auch junge Menschen mir sagen, ich habe mittlerweile Angst, dass mein Arbeitsplatz nicht nur wegrationalisiert wird, das kann auch passieren, aber ich habe genauso viel Angst davor, dass er in einer Art und Weise technisiert wird, dass ich ihn nicht mehr ausfüllen kann. Und das sind Tausende, das sind Hunderttausende, die diese Sorge haben. Und wenn das mit einer Stimmung, da ist in der Welt einiges in Unordnung geraten, in Italien, in Frankreich, in England gibt es Veränderungen in der Europapolitik bis hin zu ganz extremen Strömungen, die wir natürlich und die Menschen in unserem Land ebenfalls registrieren, also Sorgen vor einer Spaltung der Gesellschaft viele beschäftigen. Viele aber eben halt auch Angst haben vor dem eigenen Umfeld und vor der eigenen Zukunft und der Zukunft ihrer Kinder. Dann finde ich, müssen wir, wie gesagt, auch mit unserer Wortwahl vorsichtig sein, vor allen Dingen aber eins tun, nämlich diesen Menschen sagen, wir wissen das, aber wir haben nicht die Lösung für morgen, aber wir haben Ideen, wie wir dein Leben, deinen Arbeitsplatz, deine familiäre Situation, deine Sicherheit so gestalten können, dass du dich wohlfühlst in unserem Land. Und allerletzte Bemerkung. Ich hatte es eben schon einmal angedeutet. Kollege Wagner hat das, wie ich finde, völlig zu Recht angesprochen. Vielleicht darf man dann ganz zum Schluss, ohne etwas schönzureden, aber doch auch noch einmal feststellen, in welchem Land wir leben. Und das konnte man ganz gut beobachten am Sonntagabend. Viele werden es gesehen haben, weil es ein außergewöhnliches Ereignis war, dass die Bundeskanzlerin erklärt hat, dass sie erneut antreten wird. Also für uns war es ein herausragendes und wichtiges Ereignis, Herr Schäfer-Gümbel.
Anne Will daraufhin in einer Runde, wie immer, sehr heterogen bestückt. Und ich gehe zu, wenn man da hinzugekommen ist und nicht so genau wusste, worüber reden die da gerade, hätte man eigentlich den Eindruck haben können, die reden über ein Land, das kurz vor dem Abgrund steht. Und ich war Herrn Di Lorenzo, dem Herausgeber der Zeit, sehr dankbar, dass er mal so zur Hälfte dieser Debatte daran erinnert hat, ob es eigentlich klug ist, dass man ständig so über sein eigenes Land redet. Und er mal daran erinnert hat, dass er glaubt, dass wir in Deutschland in einer Demokratie leben, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass wir in einem Land leben, in dem es eine im Vergleich nach wie vor herausragende Infrastruktur gibt, in dem es im Vergleich zu vielen anderen, beispielsweise den USA, ein Gesundheitswesen gibt, das immer verbesserungsfähig ist. Ich gucke da auch durchaus in Richtung LINKE und sage, ja, da sind noch weiterhin viele Dinge zu reparieren. Das ist doch nicht die Frage. Aber in dem Menschen zunächst einmal Zugang zu gesundheitlichen Leistungen haben, in denen Menschen Zugang zur Bildung haben, ihr Leben in die Hand nehmen können, egal ob sie die Uni besuchen, ob sie einen Beruf ausüben, ob sie eine Ausbildung suchen, ob sie einen Arbeitsplatz suchen, im Moment jedenfalls eine tolle Situation und Perspektive für die Zukunft haben. Ich finde, das muss man am Ende des Tages auch einmal sagen und Menschen daran erinnern, ja, wir haben wirklich große Herausforderungen vor uns und diese zu meistern, aber wir tun das auf einer Basis eines Staates und eines Landes und einer Gesellschaft, die es, glaube ich, aber auch möglich macht, dass man diese Herausforderung, auch große materiellen Herausforderungen, wird leisten können. Und mit diesem kleinen Schuss an Zuversicht und Optimismus möchte ich gerne den, jedenfalls meinen Teil heute Abend beenden. Ich habe gerade gesehen, den Schäfer-Gümbel habe ich wahrscheinlich bei Kabel und S herausgefordert. Das können wir ja noch diskutieren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, gute Beratung morgen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Es hat sich zu Wort gemeldet der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Sie haben noch die zugewachsenen 6,5 Minuten. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Boddenberg, ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil es sich in der Regel lohnt, mit Ihnen zu diskutieren. Das gilt nicht für alle in dem Haus. Deswegen würde ich gerne vier Bemerkungen machen zu dem, was Sie gesagt haben. Ich will ganz bewusst auch mit K&S anfangen. Erstens. Ich habe in der letzten Rede hier zu K&S gesagt, dass zwischen dem Vier-Phasen-Plan der Ministerin Hinz und dem Masterplan Salz der FGG ein paar kleine Probleme entstehen. Dazu sagt K&S selbst, an einer Stelle werden sie klagen, sobald das rechtsförmlich ist. Und die Ministerin selbst hat beim Thema Einstapelung deutlich gesagt, dass sie das für ein Problem hält und nicht sicher ist, ob das funktioniert. Ich glaube, das Wirtschaftsministerium hat irgendwas gesagt, sie würden es nicht klug finden, wenn Produktionseinschränkungen stattfinden. Ich sage das Wirtschaftsministerium, nicht Sie, Wirtschaftsministerium. Wenn Sie es waren, dann schreibe ich beides Ihnen zu. So, das heißt, es gibt ein objektives Problem, das ein Gegenstand ist. Ich habe das hier problematisiert und habe aber ausdrücklich auch hier gesagt, dass diese Ministerin die erste ist, die in ihrer Verantwortung sich angemessen mit dem Thema beschäftigt. Das habe ich ausdrücklich hier gesagt. Ich sage jetzt nichts dazu, was Frau Puttrich, zu der ich vorhin schon einmal etwas gesagt habe, zu ihrer Europastrategie, zu der Frage Schutzschildfunktion und einer mehr, in diesem Bereich auch alles nicht gemacht hat. Das ist wirklich die größte Fehlbesetzung dieses Kabinetts und des Vorgängerkabinetts von allen. Aber dass wir objektiv ein Problem haben, das auch K&S so sieht, das ist erst einmal so. Ich habe aber hier auch gesagt, mit Blick auf einen sehr bemerkenswerten Beitrag von Herrn Ministerpräsidenten danach, dass es in der Tat so ist, dass es in der SPD dazu auch unterschiedliche Auffassungen gibt, dass es am Ende aber um eine Mehrheitsauffassung gibt, die ich hier auch vertrete für meine Fraktion und die sagt, das ist für uns ein gangbarer Weg. Da haben wir ein paar Fragen. Wir hätten gerne irgendwann die Vereinbarung. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt so ein paar andere Themen, da arbeiten wir selber auch gerade mit ein paar Verbündeten dran. Aber am Ende ist das die Mehrheitsauffassung, auch wenn ich akzeptieren muss, dass es einige gibt, die die Hauptbetroffenen von Pipelines und anderen mehr wären, die das anders sehen.
Deswegen werde ich am Ende frei gewählten Abgeordneten niemals vorschreiben, weil ich das erstens formal nicht kann. Und zweitens, wir hatten hier im Haus ja ein paar Debatten dazu zu frei gewählten Abgeordneten. Da hatten Sie auch eine interessante Auffassung. Wir müssten Sie da dann auch gelten lassen. Wenn die etwas schreiben, ist das so. Das heißt aber nicht, dass ich diese Auffassung teile. Und das wissen die 7 Abgeordneten. Mit denen habe ich mich nämlich letzte Woche deswegen getroffen, wie übrigens mit einer ganzen Reihe von anderen. Ich will allerdings sagen, dass die Frage der Sorge am Weihnachtsfest der Mitarbeiterin des Bergbaus bei K&S an einer anderen Entscheidung liegt. Und die hat nun gerade gar nichts mit SPD-Abgeordneten zu tun. Die hat etwas mit einem Regierungspräsidium zu tun und der Frage, wie geht es mit der Versenkerlaubnis und den Versenken, Herr Maider. Das wissen Sie auch. Ich lasse mich jetzt nicht weiter aus zu Kommunikationsberatern und der Frage, wie, zu wem die irgendwie bessere Beziehungen haben als zu mir. Das will ich mir alles sparen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht unsere Auffassung. Das wissen die 7 Abgeordneten und Kollegen auch. Und das haben wir mehr als einmal deutlich gemacht. Zweiter Punkt. Sie haben hier eben über Zukunft geredet. Und das finde ich mutig angesichts eines Umstandes beim Thema Digitalisierung. Nachdem Herr Finanzminister Weimar noch vor 10 Jahren SPD-Anträge zum Thema Breitbandausbau abgelehnt hat im Ausschuss mit der Begründung, das sei keine Aufgabe der öffentlichen Hand, sondern sollten sich die Telekommunikationsunternehmen darum kümmern. So, jetzt investieren in Nordhessen 5 Landkreise 143 Millionen € für den Breitbandausbau, wie das vorher übrigens der Odenwald gemacht hat, wie das in Mittelhessen passiert. Da gibt es ein paar Landesbürgschaften zu, das ist auch schön und gut und wichtig. Der Landeshaushalt 2017, Herr Wagner, sieht vor 4,15 Millionen €. Ich muss Ihnen sagen, das ist wirklich ein beeindruckender Beitrag zu diesem Zukunftsprojekt. Also ersparen Sie mir Zukunftsdebatten. Dritte Bemerkung, Marktradikalismus. Ich meine, wir haben hier im Haus auf der Unionsseite 2 Methoden. Das eine ist die Methode Bouffier. Die Methode Bouffier ist, wenn ich hier etwas sage, kommt er nach vorne und erklärt, andere sind schuld. Also er nicht, andere sind schuld. Und er erklärt mir dann, dass man eigentlich die Opposition nicht braucht. Ihre Methode ist, in aller Regel sich hier nach vorne zu stellen, zu sagen, und ich schätze Debatten mit Ihnen, etwas zu behaupten, was ich ja gar nicht gemeint habe, aber damit faktisch zu unterstellen, dass Sie es gemeint haben können. Die Methode ist alt, sie ist super alt, sie ist aber wirkungsmächtig. Und deswegen, Sie haben völlig recht. Mit Marktradikalismus ist nicht konservatives, sozialverantwortliches Unternehmertum gemeint, sondern ich meine Marktradikalismus als ideologische Ausrichtung. Und insofern ist es richtig, Sie hätten mich falsch verstanden, wenn es so wäre, aber ich will das wenigstens wissen. Ich merke das. So blöd bin ich nicht, dass ich nicht feststelle, dass Sie eigentlich versuchen, etwas zu unterstellen, was Sie dann wortgewaltig versuchen, wieder abzuhauen. Vierte und letzte Bemerkung. Zu der Unterwerfungserklärung von Herrn Wagner sage ich heute nichts mehr. Sie haben in der Tat über die Frage Zukunft geredet und den Zustand des Landes. Ich habe ganz bewusst am Anfang gesagt, es ist relativ viel Geld da. Ich habe keines der Strukturprobleme kritisch gewürdigt, insbesondere nicht mit Blick auf die Zinsentscheidungen, die möglicherweise sehr bald anstehen, wo wir dann ganz andere Debatten führen werden. Das habe ich ausdrücklich gesagt. Ich habe ausdrücklich gesagt, die Wirtschaft brummt. Das Land ist in einem ziemlich guten Zustand. Die Hessen fühlen sich hier sauwohl. Das hat aus meiner Sicht nicht so sehr viel mit der Regierung zu tun, mit dem Ministerpräsidenten. Er sieht das möglicherweise anders. Geschenkt. Und der Kollege Rentsch hat ziemlich recht, wenn er sagt, das hat viel mit der Agenda 2010 zu tun, weil die volkswirtschaftlichen Effekte aus diesem Reformprogramm sind bis heute immens. Und das ist nicht infrage zu stellen, dass das der Linkspartei nicht gefällt. Das mag er sein, aber volkswirtschaftlich ist es erst einmal richtig so. Der Punkt ist nur, das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass diese Art der Politik, mit der wir die Wettbewerbsfähigkeit auch hergestellt haben, zwei Dinge ausgelöst hat. Erstens Unsicherheit durch die Veränderungen im sozialen Sicherungssystem und zweitens mehr prekäre Beschäftigung. Das heißt, es sind nicht alle Gewinner. Und die Aufgabe meiner Partei, und das habe ich in der Tat am Wochenende sehr ausführlich und sehr pointiert zum Ausdruck gebracht, ist, dass wir uns nicht ideologisch darauf verengen lassen, nur die Gewinnerseite zu sehen, sondern auch diejenigen, die verloren haben, die unsicher sind, weil das ist übrigens eine der wichtigsten und besten Antworten, um auf Populismus zu reagieren und ihn auch zu bekämpfen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir mit der Aussprache zu dem Einzelplan 02 am Ende. Ich erinnere daran, dass wir die Abstimmung über die Einzelpläne vereinbarungsgemäß erst nach Ende der Beratungen über alle Einzelpläne durchführen. Genauso werden wir über die Anträge dann zu entscheiden haben, die noch mit aufgerufen sind. Das wird also morgen passieren, wenn wir die Beratungen in der zweiten Lesung fortsetzen. Damit ist die Tagesordnung für den heutigen Tag erledigt. Ich schließe die Sitzung und freue mich, Sie morgen wiederzusehen.